An diesem Black Friday können Sie ausschlafen. Aus der ganzen Union strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen 9000 Geschäfte in der wechseln ab Freitag Waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solche. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Ausbruch. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Kriegsgebiet. Pocken sind eine echte mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, muss um alle. Unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr. Unsere Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung.
Agent. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Keine Ahnung, warum ich immer noch suche. Betreten eines sicheren Bereichs. Hallo Manhattan und Umgebung, hier ist Rick Valesi mit all den Neuigkeiten, die ich gedruckt sehen möchte oder über die ich reden möchte. Denn Print ist tot, das höre ich immer wieder. Viele Dinge hier sind tot, also ist Print in guter Gesellschaft, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie dem auch sei, kommen wir... Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Faye Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich... Und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Was jetzt kommt, habe ich von einem Freund, der dreimal im Irak war. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Sehen Sie es sich an. Ich habe hier ein Teil, das nach Ihnen ruft. Entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Ich nicht. Vermisste Vorratskiste geortet. Markierte Position in der Nähe. Gesichert. Gegner neutralisiert.
Kräfte nähern sich. Du hast keine Chance. Hey, das ist unser Haus. Mach weiter! Stell dich! Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Ich verliere mich manchmal in Tagträumen, aber das ist ja nichts Schlimmes. Rick Valassi hier, euer alter Freund mit Wouldn't You Know It und ein paar seiner Gedanken. Haltet euch fest, denn die heutige Nachricht ist ein klein wenig anders. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Mein neuer Kiosk. Vermisste Vorratskiste geortet. Wo sind die verdammten Verostatika? Reich gesichert. Gegner neutralisiert. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Ziel sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten.
Agent. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Feindpräsenz entdeckt. Noch was Besseres sein. Ah, wenig Sachen. Vorsicht, Jungs! Gesichert. Gegner neutralisiert. Hallo? Alles okay da draußen? Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Vielen Dank. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Thank you.
ich die Schätzchen mal an. Geh ihn einfach aus dem Weg. Ob meine Mutter auch irgendwo so war? Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Warnung. Gegner nähern sich. Zeigt keine Gnade! Hey! Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Zentrale, hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Kommt ihr immer als Meute? Gegner im Anmarsch. Vorsicht, Jungs! Schaltet sie alle aus! Bei niemandem entschuldigen.
Tarnung. Feinde entdeckt. Sie nicht wütend. Hey, danke, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie wären wir geliefert gewesen. Danke. Alarm! Feinde entdeckt! Glauben die echt, die kommen mit dem Scheiß durch? Sprich dein Gegner! Tut, was du tust! Ihr werdet wünschen, ihr wärt nie hergekommen! Vorsicht, Jungs! Danke, dass Sie hier sind. Bringen wir das hinter uns. Das war hier keine Zeit. Da kommen noch. Alarm. Weitere Gegner unterwegs. Ich habe Paul Rhodes nach dem Times Square gefragt und er hat das nach. Feinde in der Nähe entdeckt.
Schlägig! Guter Schuss. Das war ein guter Kampf. Alarm! Weitere Gegner unterwegs. Mann, gut, dass Sie auf unserer Seite sind. Ja, abschauen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Ich habe einen halben Müsli-Riegel. Ich habe ihn schon eine ganze Weile. Aber wenn du ihn willst, gehört er dir. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Wir kommen, Agent. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist.
Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstille herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Sie betreten einen sicheren Bereich. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Ich kapier's nicht. Bringt ihr ab, oder was? Wer trägt hier eigentlich noch die Verantwortung? Nein, ich weiß auch nicht alles. Ich tue nur, was die sagen. Ich will verdammt nochmal weg von hier. Und genau das ist das beschissene Problem. Gesehen? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie das passiert. Sie sind sicher. Alles gut. Dieser Ort, der macht uns alle krank. Das ist Bullshit. Wir dürfen Manhattan nicht verlassen. Mein Bruder und seine Familie, die wohnen in den Heights. Ich weiß, das ist übel. Echt übel. So einfach aufzugeben und abzuhauen. Wie stehen wir denn jetzt da, Mann? Freundchen, wir müssen sicher gehen, dass Sie sauber sind. Das Virus trifft alle gleich. Brooklyn soll nicht so schlimm sein. Die scheiß Gangs kontrollieren nicht alles. Weißt du... Ich verstehe, warum wir dieses Zeug tragen müssen. Aber mal ehrlich, man fühlt sich wie in Pappmaché. Man kann nichts machen. Ist total hilflos.
Okay, Sie können weiter. Ich beneide Sie nicht darum, in das Chaos zurückzukehren. Ich bleibe keine Sekunde länger da draußen als nötig. Viel Glück wünsche ich. Du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Und was gefällt Ihnen hier? Ihnen irgendwas gefallen? Für wie leicht entzündlich halten Sie das Abels-Kaufhaus? Sie sind froh, ich bin froh. Was will man mehr? Zu nach Ihnen. Wir sitzen fest! Wo bleibt die Verstärkung? Ich habe einfach keine Leute. Wir haben Verwundete, wir haben Deserteure. Es gibt... Es wird niemand kommen. Sie sind auf sich gestellt. Mir egal! Schicken Sie irgendwen! Schalten Sie das... Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und Sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich.
Ich revanchiere mich dafür. Versprochen. Wir zwingen New York. Aktives Echo-Signal. Verfügbare Einheiten zur 24. West und 8. Eine Patrouille wird beschossen. Hier! Teilen Sie es sich ein, okay? Das Essen gehört jetzt uns! Das Stahl ist fallen. Verdammt! Plünderer sind hier unten. Eure Ziele! Erst tot, Mann! Tot! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Tangos im Anmarsch! Zu schätzen. Schön, dass Sie aufgetaucht sind. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung! Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu Ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Forster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Sie!
Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Ventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber... Es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du daraus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Das LMB hat die Grand Central Station in eine Festung verwandelt. Aha. Sehen Sie sich das nur an! Hä? Ist ja nicht so, als würde ich hier das Geschäft meines Lebens machen. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt.
Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen.